Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute hier aus Hamburg und ich habe euch auch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug wieder mitgebracht, das aber schon mal hier vor der Kamera stand. Heute aber mit einem anderen Antrieb, sagen wir es einfach mal so, nämlich der Volvo XC40. Um den geht es heute. Der stand heute schon mal vor der Kamera, auch voll elektrisch, wie er jetzt hier auch steht. Aber wir haben eine Besonderheit. Volvo hat nämlich einen Motor gekappt. Das heißt, es gibt ihn jetzt auch als Single-Engine-Variante. Und die möchte ich mir mit und für euch heute einmal genauer anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt, wenn ihr dem Video ein Like gebt, den Kanal abonniert, falls schon noch nicht getan und natürlich eure Meinung unten in der Kommentarbox lasst. Und jetzt lasst uns einfach mal gemeinsam hier den Schweden mit elektrischem Antrieb genauer anschauen. Viel Spaß! Der Volvo XC40 steht jetzt hier noch im Modelljahr 22. Der bekommt ein Facelift dieses Jahr noch, dem Modelljahr 23. Was ändert sich? Es werden sich die LED-Scheinwerfer ändern. Die bekommen nämlich auch eine Erweiterung hinsichtlich Pixel-LED-Licht. Und wir werden eine neue Scheinwerfergeneration sehen, sowie einen neuen Frontstoßfänger. Aber nichtsdestotrotz, die Technik können wir jetzt schon mal hier erklären. Und wie wir sehen, typisches Erkennungsmerkmal aller vollelektrischen Volvo-Modelle ist der geschlossene Kühlergrill hier vorne. Hinter dem verbirgt sich auch die komplette Sensoreinheit für Abstandsregelung etc. Und was ganz schön ist, das Volvo-Logo wird übrigens jetzt beheizt. Sehr gut natürlich jetzt für winterliche Verhältnisse, denn Schnee, gerade wenn er dann in die Front trifft, dann vereisen die ganzen Sachen und wer kennt es nicht, die Assistenzsysteme fallen dann aus. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Also hat Volvo einfach das Logo beheizt. Simpel, aber clever. Wenn wir jetzt einfach mal noch hier unter die Motorhaube schauen, das ist ja gar keine Motorhaube mehr, sondern ist jetzt vielmehr eine Frunk-Haube. Im Gegensatz zu anderen Herstellern. Muss ich selber mal ganz kurz gucken, wo denn wieder der Haken ist. Hier ist er. Denn im Gegensatz zu anderen Herstellern nutzt Volvo den neu gewonnenen Platz hier vorne und erstellt einen sogenannten Frunk, wie wir sehen. 31 Liter Stauraumvolumen und wie wir sehen, da passen die Ladekabel sehr, sehr gut hinein. Laden ist auch ein Stichwort, zu dem wir natürlich auch gleich noch kommen werden, wenn wir uns hier den XC40 Recharge einmal genauer ansehen. Wir haben ihn hier in einem wunderschönen Weiß Metallic, was in der Sonne, wenn sie denn mal rauskommt, auch wirklich schön glitzert, wie ich finde. Der Wagen steht hier auf optional erhältlichen 20 Zoll Rädern. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass 20 Zoll Räder hier auf dem Fahrzeug gar nicht mal so groß wirken, sondern eher den Radhäuser wunderbar ausformen. Typisch für solche SUVs natürlich die unlackierten Plastikbeplankungen hier um die Radhäuser oder etwa die Schwellergegend. Und hier auf der linken Seite, was jetzt nicht sonderlich praktisch ist, wenn man Ladesäulen an der Stadt hat, denn wenn das Kabel dann auf die rechte Seite rübergeführt werden muss, dann muss das meist aufstehen und dann ist natürlich das Kabel ein bisschen blöd und ragt Richtung Fahrbahnseite. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen dreiphasigen Onboard-Lader, also 11 kW Ladeleistung können an der Ladesäule abgenommen werden. Und wenn wir dann den kleinen Pinöppel hier unten noch rausnehmen, dann haben wir natürlich den CCS-Stecker. Und das Schöne ist, CCS kann mit einem Ladepeak von 150 kW hier aufgenommen werden. Unsere Antriebsbatterie hier in der Single Engine-Variante hat 69 Kilowattstunden, davon können wir 67 Kilowattstunden nutzen. 4,43 Meter ist der Volvo XC40 lang, das ist wunderbares Kompaktmaß, gängige Mitbewerber Audi Q3, BMW X1, die es aber noch nicht voll elektrisch gibt, das wird ja erst noch folgen. Am Heck wird sich nicht so viel ändern, die Rückleuchten bleiben auch so typisch Volvo in dieser Schulterpartie hier, die wir haben, ausgeformt, voll LED sollen es werden, wie mir gesagt wurde, und am Heck haben wir dann nur noch einen Recharge-Schriftzug, ansonsten würde da noch Twin Engine stehen. Die Variante habe ich euch übrigens schon hier auf dem Kanal vorgestellt.
der hat dann auch deutlich mehr Leistung. Zu den Fahrleistungen kommen wir während der Fahrt dann nochmal. Jetzt schauen wir einmal hier dem Volvo XC40 ins Gepäckabteil hinein. Das hat schon eine ordentliche Höhe, sagen wir es mal so hier. Das ist schon oberhalb des Knies, fast schon so die Hälfte vom Oberschenkel. Was ich mag, ist, dass wir hier so ein bisschen ausgeformt haben, das Ganze. Das heißt, wenn ihr schwere Gegenstände habt und sie hier rüberladet und sie hier streifen, macht es zumindest mal nicht den Stoßfänger kaputt. Sehr schön auch hier so ein Zweigeteil-Teilmöglichkeit des Laderaumbodens. Gefällt mir gut. Hier sind nämlich Haken, wo man dann Einkaufstaschen wunderbar unterbringen kann. Und selbst ein Stockschirm passt hier auch wunderbar hinein. Die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegbar. Und wenn wir da einfach mal einen Blick hineinwerfen, dann sehen wir auch, dass sich eine ebene Laderaumfläche ergibt. Und das ist natürlich wunderbar und gut nutzbar, gerade auch wenn man als Familie unterwegs ist. Der Kinderwagen passt rein und wenn man dann auch mal noch längere, größere Einkäufe im Baumarkt macht, geht das auch wunderbar. Bisschen schade finde ich persönlich immer eine Hutablage, weil wenn man irgendwo mal größere Sachen einkauft, dann wohin mit der Hutablage? Die ist dann meist leider doch irgendwie im Weg. Wird es aber dann doch mehr als der Kofferraum packt, dann bietet Volvo die Möglichkeit, hier noch eine Anhängerkupplung zu ordern. Und wenn wir die Anhängerkupplung, die teilelektrisch ausfährt, hier rausnehmen, da dürft ihr 1500 Kilo dranhängen. Respektabel, wie ich finde. Stützlast 100 Kilo, Dachlast 75 Kilo. Und nachdem es jetzt hier immer windiger wird, schließe ich jetzt einmal hier die Heckklappe und ich würde sagen, wir verziehen uns langsam in den Innenraum. Ich habe einmal Platz genommen im Fond des Volvo XC40 und was auffällt, zunächst einmal, ich habe echt genügend Bein- und Bewegungsfreiheit hier hinten. Meine Füße passen wunderbar unter den Vordersitz. Es gibt hier sogenannte Fußgaragen, also es ist ein ebener Boden, nicht so wie bei manch anderen Fahrzeugen, die auch eine Verbrennerplattform haben, sondern hier ist das Ganze, die CMA-Plattform, automatisch schon für elektrischen Antrieb ausgelegt worden, sodass man eben hier ordentlich sitzt. Ich sitze auch nicht irgendwie erhöht von der Rückbank, sondern wunderbar hier eigentlich in den Fond integriert. Ich habe genügend Kopffreiheit, ein bisschen schade ist. Haltegriffe gibt es hier oben nicht, die hat Volvo eingespart. Dafür gibt es das zum Beispiel für den Fahrer, finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Dann haben wir hier auch noch in der Mittelkonsole Luftausströmer sowie zwei USB-C-Anschlüsse hier für die Stromversorgung. Die Tablets der Kids natürlich oder das Smartphone der Kinder kann dann hier zuverlässig mit Strom versorgt werden. Eine Mittelarmlehne zum gemütlichen Reisen gibt es hier, sowie eine Durchreiche für Skier oder Snowboards in der heutigen Zeit. Und dann haben wir noch Isofix-Verankerungen an den Außenpositionen. Hier gibt es einfach eine Klappe, die man nach oben klappt und dann liegen die Ösen wunderbar frei. Dann werfen wir noch mal einen Blick in die Türverkleidung, denn die, finde ich, hat Volvo auch sehr schön gelöst. Nicht nur einfach designtechnisch ist das Ganze hier aus einem Guss mit der Armauflage, sondern wir haben jetzt hier auch Filz ausgekleidet. Und Filz ist jetzt hier nicht unbedingt nur ein Design-Gag, sondern auch für die Tasche, die hier drinnen ist, ist auch mit Filz ausgekleidet, sodass nichts klappert oder knistert, wenn da etwas drinnen liegt. Dann gibt es noch hier eine kleine Ablagemöglichkeit hier neben der Sitzbank. Finde ich auch sehr schön. Da kann man dann durchaus auch mal das Smartphone zum Beispiel während der Fahrt ablegen. Und wie die Fahrt so ist, dazu muss der Fahrer erstmal vorne einsteigen. Das mache ich jetzt und wir schauen uns den Innenraum und die Fahrerposition an. Wer sich einen Volvo XC40 Recharge kauft, der bekommt nicht nur einen Fahrzeugschlüssel, sondern auch ein interessantes Startsystem. Der Schlüssel muss nur noch in die Hosentasche oder eben hier in die Mittelkonsole gelegt werden. Ein Startknopf gibt es nicht mehr. Man tritt einfach auf das Bremspedal und zieht einfach den Hebel nach hinten und schon ist das Fahrzeug entsprechend betriebsbereit. Der Fahrer blickt hier auf ein 12,3 Zoll großes voll digitales Kombi-Instrument, was jetzt auch komplett neu ist. Entweder eine eher beruhigte Ansicht, die wir hier haben, oder wir können das Menü wechseln und haben dann die Kartenansicht noch zusätzlich drinnen. Den Bordcomputer können wir ganz normal bedienen, hier über das Multifunktionslenkrad.
Ansonsten sind das hier die Audio-Bedieneinheiten. Auf der linken Seite haben wir die Bedieneinheit für den Pilot Assist, das heißt teilautonomes Fahren nach Level 2 ist möglich, also automatische Abstandsregelung, automatische Spurführung und tote Winkelüberwachung zum Beispiel. Dann haben wir in der Mittelkonsole jetzt ein 9 Zoll großes horizontal ausgerichtetes Display mit einer Neuheit, nämlich dass wir hier jetzt als Betriebssystem kein eigenes mehr haben, sondern das Android Automotive System von Google. Das heißt, wir sind jetzt hier always online. Das ganze Fahrzeug bezieht seine Daten online. Alle Updates fürs Fahrzeug werden over the air abgezogen oder eingespielt sozusagen. Und natürlich haben wir hier auch als Navigationspartner Google Maps, das beste Navigationssystem, das man derzeit ja schließlich bekommen kann, mit Echtzeitinformationen. Und wie ihr alle selber wisst, ist das meiner Meinung nach im Moment die beste Möglichkeit, um zu navigieren. Wir haben aber auch den Google Sprachassistenten an Bord. Hey Google, fahre mich nach München, Theresienstraße 5. Theresienstraße 5 ist bei wenig Verkehr 6 Stunden 58 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Das ist doch schon mal interessant zu wissen. So, und wenn wir jetzt unsere Route dann starten, sehen wir auch, dass er sagt, Laden ist erforderlich und wir können jetzt auch hier tatsächlich Ladestops hinzufügen. Und das ist eben die Besonderheit, die geht sonst nicht mit Google Android Auto, wenn man es beispielsweise über das Smartphone spiegelt. Nein. Hier ist es eben ins Fahrzeug integriert, auch in die IT integriert, so dass wir dann eben haargenau wissen, wo wir laden können, wie lange wir laden sollen und mit welchem Akkuzustand wir hier an der jeweiligen Schnellladesäule ankommen werden. Das finde ich super, dass das auch sehr gut funktioniert und ihr seht, das System arbeitet auch angenehm flüssig und schnell. Das ist auch die Stärke hier des Ganzen. Und wenn wir dann hier nochmal ins Menü reingehen, was haben wir denn hier noch so an Optionen? Wir haben natürlich klar immer noch die Bluetooth-Konnektivität für das Smartphone. Wir können aber auch hier wunderbar einen Range Assist eben aufrufen und den Bordcomputer. Da sehen wir auch alles Notwendige, wie viel Reichweite wir haben, wie wir gefahren sind, was der Verbrauch ist. Wir haben auch das Klimamenü, das wir uns aufrufen können hier über den Touchscreen. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, uns zum Beispiel das Lenkrad beheizen zu lassen oder eben den Sitz. Wir haben noch eine 360-Grad-Kamera hier an Bord. Damit können wir auch die jeweiligen Kameras ansteuern. Und wie wir sehen, ist das Bild wirklich glasklar und richtig, richtig gut aufgelöst. Hier haben wir noch die Einstellungsmöglichkeiten. Da können wir dann diverse Sachen einstellen. Besonders interessant beim Fahren natürlich haben wir die Möglichkeit, hier die Assistenten entsprechend so einzustellen, wie wir es haben. Und sehr wichtig vor allem, auch den One-Pedal-Drive können wir einschalten. Und wenn wir den einschalten, dann ist der auch richtig, richtig gut. Denn dann ist das One-Pedal-Drive so umgesetzt, dass ihr wirklich mit dem Fahrpedal perfekt fahren könnt und sogar auch stehen bleiben könnt. Das Fahrzeug rekuperiert wirklich bis zum Stand. Ist aber auch schon sehr, sehr stark. Selbst wenn der Akku fast voll ist, lässt er da schon richtig die Muckis spielen beim Verzögern. Wer das natürlich nicht mag, der schaltet den One-Pedal-Drive aus und hat dann die Möglichkeit, längere Distanzen zu segeln. Die Mittelkonsole ist so ein bisschen auch zum Fahrer hin orientiert. Und was ich auch sehr schön finde, ist, wir haben hier Schnellzugriffmöglichkeiten für Lautstärke beim Audiosystem oder aber zum Beispiel Defrosten der jeweiligen Scheiben oder hier ist die Warnblinkanlage. Darunter ist noch ein großes Ablagefach, wo wir eine induktive Ladeschale haben für das Smartphone, einen 12-Volt-Anschluss sowie zwei USB-C-Anschlüsse, wenn wir sie noch benötigen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Aschenbecher. Ich weiß nicht, wer heutzutage noch im Auto raucht. Da werden aber doch noch wahrscheinlich einige sein. Dann zwei Cupholder und die Mittelarmlehne, die wir hier haben. Die ist leider nicht verschiebbar, aber dafür haben wir hier noch so ein kleines Ablagefach. Das ist so ein bisschen ausschaut wie so ein Aschenbecher. Ich glaube, dass das auch dafür gedient ist oder gedacht ist. Wenn man das einfach aufmacht, kann man da seinen Müll reintun und kann ihn dann nach der Fahrt sauber wieder rausholen. Müll wollen wir aber jetzt, wie gesagt, keinen hier lassen. Im Gegenteil, wir wollen das Auto ja so hübsch lassen, wie es ist. Sondern wir werden jetzt zur Probefahrt starten mit dem XC40 Single Engine. Thank you.
Jetzt bin ich unterwegs mit dem Volvo XC40 Recharge Single und zwar eben in unserer Elektroversion mit nur einem Motor, der die Vorderachse antreibt. Wir haben 170 kW Leistung und 330 Newtonmeter maximales Drehmoment. Von 0 auf 100 geht das Ganze in 7,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 Stundenkilometer, also 20 Stundenkilometer unter der Dual-Engine-Variante. Die hat mir ja schon sehr gut gefallen, was den Punch angeht. Jetzt haben wir ja nur einen Motor und wie ist da das Ansprechverhalten? Ich würde mal sagen, doch ganz ordentlich, wenn wir jetzt hier reintreten. Wir haben eine freie Landstraße. Fühlt sich doch ordentlich an. Also schiebt gut an, spricht sehr direkt an. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, wir haben jetzt hier eine langgezogene Kurve. Auch das Kurvenverhalten ist beim Volvo XC40 sehr angenehm. Der Wagen liegt straff auf der Straße, hat eine gute Rückmeldung von der Lenkung, angenehm direkt, aber dennoch leichtgängig. Und die Rekuperationsleistung, wenn wir im One-Pedal-Drive sind, ist enorm hoch, sodass man auch eine wirklich gute Bremsleistung hat oder aber, wenn es aus ist, dann segelt man sehr angenehm dahin. Müssen wir stärker verzögern, dann Fuß natürlich auf die Bremse und das Bremsgefühl hier ist wirklich gut. Nicht dem eines Elektrofahrzeuges gleich, was normalerweise ein bisschen synthetisch ist, sondern hier wirklich fein dosierbarer Druckpunkt und auch wirklich schönes Ansprechverhalten. Also der Übergang zwischen Rekuperation und dann der wirklichen Verzögerung über die Bremsscheibe ist sehr gut gelöst. Beim Fahrwerk haben die Ingenieure von Volvo ihre Hausaufgaben gut gemacht. Das ist ein sehr schöner Mix aus genügend Straffheit für ein dynamisches Fahren und einem guten Restkomfort in der Stadt. Ja, er lässt dich stets den Straßenzustand spüren. Querfugen werden gerne mal kurzer direkt durchgereicht, aber nichtsdestotrotz durch die bequemen Sitze bleibt das Ganze rückenschonend und auch sehr angenehm. Auch die Geräuschdämmung hier im Innenraum ist sehr gut. Selbst die Antriebsgeräusche, von denen hört man kaum was, außer beim Anfahren mal ganz kurz. Windgeräusche sind hier auch gut gedämmt, ohne dass wir hier eine Doppelverglasung haben. Das gefällt mir persönlich sehr gut und es auch sorgt dafür, dass der XC40 auch entspannt sich im Alltag bewegen lässt. Entspannt ist natürlich auch das ganze Thema Sicherheit, weil Volvo steht dafür für Sicherheit wie kaum eine andere Marke. Und das zeigt das Ganze auch mit den Assistenzsystemen. Wenn wir den Pilot Assist hier aktivieren, dann lässt sich das Ganze auch wunderbar teilautonom fahren. Wir müssen das Ganze also wirklich nur noch entsprechend beobachten oder ein bisschen watchen. Hände immer am Lenkrad, ist ganz klar. Aber so lässt sich das teilautonom pilotierte Fahren wirklich aushalten, vor allem auch, wenn man dann mal auf Langstrecken unterwegs ist mit dem Volvo XC40. Ja, was den Verbrauch angeht, da muss ich sagen, wir sind jetzt eine gewisse Strecke gefahren. Der Verbrauch liegt jetzt schon wieder höher, weil wir eben gerade noch unsere Kamerafahrten gemacht haben. Der lag jetzt eben bei rund 21, 22 Kilowattstunden. Ja, das ist ein bisschen geringer als noch bei der Dual-Engine-Variante, die immer so bei 25 Kilowattstunden lag. Aber wirklich effizienter scheint mir die Single-Motor-Variante nicht zu sein. Soll man jetzt 7.600 Euro mehr bezahlen für einen zweiten Elektromotor und etwas mehr Akkukapazität? Ich persönlich würde es nicht tun. Die 231 PS und 330 Newtonmeter schaffen es, den Wagen richtig ordentlich nach vorne zu beschleunigen. Allerdings, der Verzicht auf einen E-Motor sorgt nicht für einen wesentlich geringeren Verbrauch oder mehr Reichweite. Finde ich sehr schade. Der Preis
ist stolz. 48.650 Euro ist die Einstiegsbepreisung des XC40 Single. Mit ein bisschen Ausstattungsoptionen sprengen wir dann die 55.000 Euro ganz locker. Platz gibt es genügend beim XC40, sowohl im Kofferraum als auch im Fond. Der Wagen fährt sich äußerst handlich und dynamisch, ist wunderbar gedämmt und die Materialanmutung und Verarbeitung sind wirklich Premium, die Volvo hier bietet. Also an sich ein wirklich gutes Fahrzeug. Ich persönlich wüsste jetzt nur nicht, würde ich mir eher einen Polestar 2 zulegen oder einen Volvo XC40? Vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten, schreibt es mir mal unten in die Kommentarbox. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und ein Abo, falls nicht schon geschehen. Und dann bedanke ich mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus hier aus Hamburg, euer Ubi.